Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Marsch. Aktuell haben wir eine Kühe versorgt. Jetzt werden wir mal einen Hänger wegstellen, wo er nicht stört. Wir haben soweit vorbereitet, die erste Mart vorbereitet. Wir können starten. Hoffe nur auf eine weitere Wachstumsstufe. Das heißt, Wasser 103.000, ja. Gut. Was wollte ich jetzt gucken? Achso. Wegen Reifegrad. 3 muss ja gepflügt werden, also das ist ja schon mal amtlich. Wachstum. Das ist gelb, ist gepflanzt. Hätten wir vielleicht eine andere Farbe nehmen müssen. Aber das ist gut zu erkennen. Blau wäre ganz schlecht. Gut. 14 ist schon gewachsen, ist schon gedüngt. Und 3 ist im Wachstum. Im ersten. Sollte mindestens im zweiten sein, sonst haben wir Verluste. Ja, dann nehmen wir den Tacker gleich zum Flug. Die Kühe sind heute versorgt. Das wird morgen auch noch reichen. Für 2 Tage soll es immer reichen. Weil mir ist mal wichtig, dass wir dann ganz schnell ja, dann werden noch 2 Traktoren fehlen. Denn wenn wir jetzt, wir haben ein paar Felder, viele Grasfelder. Das heißt, wir müssen ja gleich im Anschluss die Aussaat machen. Bedeutet, wir werden da gleich voll loslegen, Anführungszeichen. Das heißt, sobald das Gras runter ist, muss ich gleich starten. Zeit. Sobald das Gras runter ist, müssen wir da gleich aussehen. Und da wir jetzt alle Traktoren Beschlag haben, im Grunde aber nur ein Traktor, weil wir pflügen müssen nur noch eins. Gut, das kann sein, dass der heißt nach dem Grasmähen, das muss nun auch gepflügt werden, das kann natürlich passieren. Wäre blöd, aber ist nicht anders, ne? Nur so in Kauf nehmen. Stellen wir hier so ab. So, gehen wir rüber und machen mit Holz. Einsammeln. So. Machen wir ein. Gehen wir schön bei und dann Holz ein. Aber ein Tacker haben wir auf jeden Fall. Aber das war ja gerade sehr geschickt. Vielleicht kommen wir runter. Unwahrscheinlich. Das war eben gerade sehr ungeschickt. Das heißt, hier werden wir hier ganz schnell wo ist überhaupt hier das Sägewerk, ne? Fahrzeuge. Sägewerk.
Gibt's doch gar nicht. Depot. Halt. Wieso kann ich da jetzt nicht? Das ist jetzt das Neue. Mit dem Unkraut kann ich überleben. Muss ich nicht ganz verstehen. Ja, gut. Wenn ich wüsste, ja. Normalerweise. Wieso komme ich da jetzt nicht um den Traktor? Nee, ist klar. Aber ich muss halt theoretisch auch auf die Traktoren kommen. Beziehungsweise auch die LKW. Dann muss ich doch was anderes Fahrzeug nehmen. Ungünstig. Mit dem LKW. Der ist nicht so langsam. Schlecht. Aber wir können das halt ein bisschen beschleunigen. Wir wollen ja nächstes Jahr Gras mähen, ne? Schauen wir mal, ein paar Silageballen rumliegen zu haben bei der WGA. Können wir gleich mal reinschieben. Hätten wir auch den Hänger mitnehmen können. Ein paar habe ich verloren. Beziehungsweise die Lage, was hier rumlag. Den habe ich nun alles verkauft. Ein bisschen Geld verdienen. Jetzt noch einmal ein bisschen Kohle, auch wenn sie viel ist. Dann fahren wir gleich wieder zum anderen BGH, da habe ich gerade auch noch was zu liegen. Also die Bretter da mal kurz hin. Lass Holz sein. Holz rennt nicht weg. Aber die BGH verdient nur Geld, wenn das Holz entsprechend die Silage eingelagert wird. Denn morgen gibt es da richtigen Schwung. Gucken wir durch. Aber kommen durch. Und die Wiesen haben wir auch noch so machen. Machen wir auch noch fertig. Weil geballen werden. Aber wir können da zwei Wiesen nehmen. Mit kleinen Wiesen können wir ja einen Traktor machen. Und dann immer schön pressen. Zwei Wiesen zur gleichen Zeit, das schafft auch.
Ah, hier haben wir noch zwei Ballen zu liegen. Macht nichts. Macht auch ein bisschen Kohle. Von weg bist du? Ich überlege mir noch, ob ich eine BGH noch kaufe, die auch zurückrüben kann. Aber mal schauen. Zuckerrüben haben wir noch keine. Das müssen wir mal irgendwann machen, wenn wir ein bisschen Geld haben. Brauchen Maschinen für. Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dienstag. Und allen schönen Dienstag. Ich muss die Kamera wieder runterholen. Ja. Weil irgendwie. Das ist so, naja. Ja. Noch so eine Kamera und Haltung holt besorgen, dass die Kamera ein bisschen in der Luft hängt, aber nicht vom Bildschirm. Ja, mal sehen, was ich am besten mache. So, jetzt fahren wir schnell zum Sägewerk, in ein LKW freischieben. Dann müsste ich doch mal eine Stumpenfräse besorgen. Haben wir geschliffen. Eine Kuh schwanger. Ja, und die anderen Kühe haben bringt schon Milch. Bin sehr gespannt, wann das so weit ist. Zum Beispiel das erste Kalb, ob das Männchen oder Weibchen wird. Also das interessiert mich schon. Weil normalerweise ungefähr 50-50 wird es ungefähr. Also mal Weibchen und mal Männchen. Ja. Und dann dauert es ungefähr 2 Jahre, bis er das erste Mal Milch kriegt, ne? Ungefähr. So. Dann müssen wir denen einen Schubs geben und dann ist er runter vom Stamm. Wer hat den wieder so hoch angesetzt, ne? Ja, so Allrad hilft, ne? Gut, dann stellen wir hier mal ein bisschen beiseite. Richtung. Na, wir fahren den gleich zurück. Ich brauche den morgen garantiert gleich zum Ballen fahren. Oh, 12 Grad, du Wahnsinn. Muss man früher mal sehen, anders düngen können, dass wir ein bisschen optimal einkriegen. Da war, ist es gesehen, da war ein bisschen noch zu sehen von der weißen Folie und der ehemaligen Silage. Die hat sich leider in Luft aufgelöst. Ja, Hof ist gut. Wir wollen noch ganz, ganz schnell da, wo wir Gras. Ach, unsere andere Wiese. Gott sei Dank ist ja so grün. Das ist eng. So, aber wir vorbereitet. Wir waren schon da.
Wir waren da. Was so nix. Da müssen wir so ranfahren. Hier geht auch mit. Nö. Da nicht. Wo den Hund damit kriege. Ups. Noch viel mehr Wald kaufen. Müssen wir mal schauen, dass wir nicht irgendwo uns aufliegen und wieder festsitzen. Aufpassen. Klein geht, aber hier hinterm Strauch versteckten diese bösen Jungs. Ja, Wechsel. Seiten wechseln. Oh, der Kleine mit. Ja, viel Holz ist ja nicht, aber. Und freut sich, ne? Mitzunehmen. Wir müssen ja ein bisschen was verdienen. Ist ja auch nichts. Und Holz bietet sich an. In der Zeit, wo wir nichts anderes machen können, außer Holz, ne? Wir müssen noch schauen, dass wir näher. So, können wir gleich rechts abladen und dann einmal verkaufen. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Gut. So muss es sein. Müssen wir schauen. Ah, oh, schafft schon was, ne? Schon ein paar schöne Stämme. Oh, was, hier ist noch ein dusseliger Stumpen hier. Wir sind eh voll. Ja, umfahren.
Na, einer kann noch mitkommen, ja, gerne. Ja, ja, ne, 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 ne. Unsichtbarer Kran, ne? Vorsichtig erschlagen werden. Gibt schöne Menge Holz. Auf gut Deutsch, Geld. Wir werden noch weitere Wälder fällen und sein muss, aber denken wir, morgen geht er voll mit Gras los. Da haben wir zu tun. Brauchen wir ein bisschen Kleingeld. Vor allen Dingen brauchen wir mindestens einen Traktor brauchen für die Aussaat. Für die Ernte, das ist nicht tragisch, da haben wir. Na gut, da brauchen wir auch noch ein Gerät. Klein metrischer brauchen wir noch, ne? Also klein. Einen recht großen brauchen wir normalerweise. Dreschen muss zumindest mit 2 oder 3. Sonst kann man nicht voran. Also ganz schlecht jedenfalls. Die anderen liegen. Ein bisschen Wasser zu kaufen, ne? Terraforming auf Wasser. Ja. Gut. Da haben wir ein bisschen Holz ist noch da. So, die Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Wir werden mit Holzverkauf. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.